Ein Flugplatz irgendwo in Niedersachsen. These days are made for breaking records. Gestatten, der Pontiac Trans Am des Norwegers Paul Arvid Blüth. Unter der Haube sage und schreibe 1407 PS. Für Grip der extremste Sportwagen der Welt. Und ein Auto, das Angst macht. Das ist das Schlimmste, was ich jemals in einem Auto erlebt habe. Und das war das erste Mal, dass ich in einem Auto Angst gehabt habe. Also vorher habe ich noch nie Angst gehabt. Und da habe ich wirklich gedacht, boah, das ist eigentlich, will man das gar nicht so richtig. Also es ist echt schlimm. Der Flugplatz Alhorn. Hier trifft der Pontiac Trans Am seinen ersten Gegner. Er heißt Georg Frammer aus Papenburg und ist ein Compound-Bogenschütze. Georg sagt, nur eine Gewehrkugel ist schneller als mein Pfeil. Der Bogen selber ist aus Aluminium CNC gefräst, hat einmal Carbon-Wurfarme und zudem hat der Umlenkrollen, die im Prinzip eine doppelte Beschleunigung hervorrufen. Also es sind Geschwindigkeiten bis 330 Fuß pro Sekunde möglich, also irgendwo 350, 370 km/h sind drin. Noch 15 Minuten bis zum Duell. Erstes Aufeinandertreffen der beiden Gegner. Hallo, ich bin Paul. Ich bin George. Bist du der Mann mit dem Pfeil? Mit dem Pfeil, ja. Und du bist der Mann mit dem Monster? Ich denke, dass ich deinen Pfeil schlagen kann. Das glaube ich nicht. Ich werde dich schlagen. Ja, wir werden sehen. Die letzten Vorbereitungen. Der Pontiac bekommt nun die optimalen Reifen aufgezogen. Damit Georg gleich weiß, wann er schießen muss, wird eine Lichtschranke mit akustischem Signal aufgebaut. Wir hoffen auf eine trockene Strecke, dann werden wir ihn schlagen. Je trockener die Strecke ist, desto besser ist es. Die Start- und Landebahn auf dem Flugplatz ist exakt 2,6 Kilometer lang. Paul Arvid wird den Pontiac auf einer Strecke von 1,5 Kilometern auf 350 Sachen beschleunigen. 70 Meter wird er sich dann mit dem Pfeil duellieren. Bleibt noch ein Kilometer, um den Pontiac zum Stehen zu bringen. Das wird knapp. Mit bloßem Auge kann man den Sieger nicht erkennen. Aber die Highspeed-Aufnahme beweist, der Pontiac kommt einen Wimpernschlag früher ins Ziel. Für Paul und Georg kommen jetzt die Sekunden der Wahrheit. Beide Kandidaten wissen noch nicht, wer den Wettkampf Pfeil gegen Auto gewonnen hat. Eine Zehntelsekunde Unterschied. Hier ist das Auto. Und hier kommt der Pfeil. Nett. Ihr habt es gesehen. Das Auto gewinnt. Allerdings mit kleinem Vorsprung. Hauptsache Erster. Dankeschön. Es war ein spannender Kampf. Thank you. Der Pontiac Trans Am von Paul Arvid Blüth. Gekauft hat der Norweger den Wagen im Jahr 2000. Seither modifiziert der Profi-Tuner sein Baby in Handarbeit zu einem der schnellsten Autos der Welt. Serienmäßig hat der Ami gerade mal 225 Pferdchen unter der Haube.
Berühmt wurde das Auto als Kid mit David Hasselhoff am Steuer. Filmreif ist definitiv auch dieser norwegische Umbau. Herzstück des Trans Am, ein Chevy-Motor mit Kompressoraufladung und sage und schreibe 8,9 Litern Hubraum. Technische Daten zum Zungeschnalzen. Die Höchstgeschwindigkeit soll jenseits der 400 liegen. Das Beschleunigungsmonster hat 1407 PS und der Teilepreis ohne Arbeitsstunden beträgt ca. 250.000 Euro. Das Highspeed-Oval in Papenburg. Eine der wenigen Strecken weltweit, auf denen es überhaupt möglich ist, Topspeed jenseits der 400 zu fahren. Rückblick. Oktober 2008. Paul Arvid fährt mit seinem Pontiac in Papenburg 407,134 km/h. Die drittschnellste Geschwindigkeit Europas. Diesen Wert will er heute toppen. Matthias Malmedy. PS-starke Autos gewöhnt, aber mehr als 400, das ist auch für ihn Neuland. Hey, Polly. Hello. Nice to meet you. Nice to meet you as well. Ganz ehrlich, wenn sich das Auto so anguckt, hi. Hi. Sieht nicht so aus, als wenn das Ding 400 fahren würde. It doesn't look like that it is able to drive 400 kilometers per hour. Well, that's one of the things. Es soll ja auch wie ein normales Auto aussehen. Ich will das Teil jetzt fühlen. Das darfst du. Probefahrt auf dem Papenburger Testgelände. Zur Erinnerung, dieser Wagen ist kein millionenteurer Hightech-Bolide wie der Bugatti oder der Koenigsegg. Der Trans Am ist, salopp gesagt, eine Bastelbude. Das macht die Angelegenheit zu einer echten Mutprobe. Dieses Fahrzeug ist ein Höllengerät mit Straßenzulassung. Drehende Räder bei Tempo 300. Eigentlich sollte der Wagen vor der Rekordfahrt geschont werden. Eigentlich. Fahrerwechsel. Jetzt will Matthias das schwarze Monster bändigen. Matthias fährt erstmal die Reifen warm. Mit diesem Auto nichts leichter als das. Das ist zu krass. Das ist einfach viel zu krass. Also auf dem Beifahrersitz ist das ja schon die Oberhölle, aber hier. Das ist wirklich, es ist völlig egal, in welchem Gang du bist, wenn du da drauf ladst und der Kompressor arbeitet voll, dann kriegt man die Hände von Angst und Bange. So, 4000, jetzt kommt der Kompressor voll. Matthias peilt Topspeed an, doch nach knapp 20 Minuten nimmt die Fahrt ein jähes Ende. So, also das war dann jetzt wohl Reifenplatzer bei 250 hinten rechts und das hat sowas von einem krassen Schlag gegeben. Paul, was war jetzt das Problem mit dem Reifen? Das Problem ist,
Die Reifen können diese Bestrafung nicht aushalten. Punishment. Wir haben ein paar böse Burnouts gemacht und das war einfach ein bisschen zu viel für die Guten. Und er hat die ganze Zeit gesagt, der Paul, immer, wir müssen jetzt die guten Reifen drauf machen. Aber irgendwie mussten wir noch mal eine Runde fahren und noch mal eine Runde fahren. Ich sag's euch jetzt ganz ehrlich, die 400, die kann der Paul mal schön alleine fahren. Das Ding setze ich mir nicht noch mal rein. Das Teil ist die Hölle auf vier Rädern und er ist der Teufel höchstpersönlich. Noch 30 Minuten bis zur Rekordfahrt. Auftritt von Rennstreckenmitarbeiter Hendrik Fiet. Ich werde heute die Messung vornehmen. Dazu benutzen wir die V-Box von RaceLogic. Das ist ein sehr genaues Messinstrument. Und das wird im Endeffekt über Satellit heute die Geschwindigkeit ganz genau bestimmen. Das zeichnet mit 100 Hertz auf, also 100 Schritte pro Sekunde, auf zwei Stellen hinterm Komma die Geschwindigkeit. Also das ist was ganz Offizielles. Nur noch 10 Minuten. Paul ist jetzt hochkonzentriert, überprüft noch einmal die Motoreinstellung. Beobachtet von seiner Freundin. Und die würde am liebsten sofort nach Norwegen zurückfahren. Ich glaube ihm, wenn er sagt, dass es nicht gefährlich ist. Und ich glaube an seine Fähigkeiten. Aber es gibt Faktoren, die er nicht kontrollieren kann. Und das macht mir Angst. Ich habe vor diesem Auto und auch vor dem Ziel, 400 zu fahren, wirklich großen Respekt. Weil wenn du in dem Auto drin sitzt, dieses Ding ist einfach komplett selber zusammengebaut, gebastelt, muss man eigentlich sagen. Und das ist natürlich was, was auf den ersten Blick einfach, wenn man sich das alles anguckt, da gucken die Kabel raus, da ist das blanke Metall, der Überrollkäfig rostet. Da sind so Dinger mit so Blechteilen mit dem Hammer einfach wieder gerade geschlagen worden. Also es ist wenig vertrauenerweckend. Ich meine, der Paul macht ja einen netten Eindruck und irgendwie scheint er nicht so ganz durchgeknallt zu sein. Also er ist definitiv durchgeknallt, aber so ganz durchgeknallt ist er, glaube ich, nicht, weil dafür sieht er einfach zu nett aus. Und dann geht es raus auf die Highspeed-Strecke. Es ist 19.45 Uhr. Die Reifenpanne hat den Zeitplan durcheinander gebracht. Der Rekordversuch ist gestartet. In der Steilkurve beschleunigt Paul auf 370 km/h. Auf der Geraden drückt er dann voll drauf. Die Reifen sind nur bis 350 zugelassen. Der Hersteller hat eindringlich vor höheren Geschwindigkeiten gewarnt. Paul hat jetzt über 400 km/h drauf. Hoffentlich geht alles gut. Zur Verdeutlichung der Geschwindigkeit. Die Streckenbegrenzer gleich links stehen im Abstand von 50 Metern. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Das waren gerade 500 Meter. Ich schätze, ich war langsamer als 405. Aber schneller als 400. Der Motor läuft ein wenig zu fett. Die Auswertung. Per Satellit wurden die Daten auf Hendriks Laptop gesendet. Und zur Erinnerung, Paul Awitz alter Rekord lag bei knapp über 407 km/h. Wir haben 404,6 km/h in der schnellsten Runde. Okay. Ist es nun zu dunkel? Ja, es ist zu dunkel. Wenn es dunkel ist, haben wir hier Vögel, die ziemlich niedrig fliegen. Und das ist nicht gut für dich. Ja, stimmt. Wir mögen keine Vögel. Ich habe ein Gefühl für Geschwindigkeit. Alles muss perfekt sein, wenn man auf dieser Strecke 415 oder sogar 420 fahren will. Dieses Jahr will Paul mit seinem Trans-Am nach Amerika zu einem Straßenrennen. Er rechnet mit einem Schnitt von 350 km/h. Hoffentlich halten das die Reifen aus.